Potsdamer Platz. Wenn man hier unten ankommt, wirkt der Potsdamer Platz sehr groß mit seinen vielen Bahnhöfen und Bahnröhren. Etage 0, Potsdamer Platz. Überirdisch ist der Potsdamer Platz eher ein Potsdamer Plätzchen und zum Jahresende hin sogar ein Weihnachtsplätzchen. Hier entlang der Potsdamer Straße haben wir ein ganzjähriges Weihnachtsmotiv. Das ist der Boulevard der Stars. Wenn man da oben reinguckt, dann stehen die Stars auf ihren Stars. Da steht Frau Dietrich. Und wenn sie wirklich da stünde, würde sie Berlin überhaupt nicht wiedererkennen. Es stehen auch noch viele, viele, viele andere. Aber einer fehlt. Ich habe alles durchgeguckt. Es gibt hier keinen Stern für Roland Emmerich. Unser Independence Day, the day after tomorrow, 2012. Emmerich hat hier keinen Stern. Der Mann für die unglaublichsten Bilder. Vielleicht muss er erst noch eine Katastrophe verfilmen. Zum Beispiel Titel Berlin Disaster. Also Weltuntergang war schon. Erdbeben, Tsunami gibt es hier nicht. Was uns bleibt, sind die Baumängel. Hier ist ja alles untertunnelt. Es geht um Wassereinbruch und der fängt ganz harmlos an. Und dann reißt hier der Asphalt auf. Massenpanik, Splitter, Splitter. Das Sony Center Zelt kracht zusammen und die Welt explodiert. Ein klassischer Katastrophenfilm braucht einen, der von Anfang an warnt, aber keiner glaubt ihm. Und dem gelingt es am Ende gerade noch, sich und seine Familie zu retten. Und apropos Familie, in Hollywood wird ja immer Propaganda für die Kernfamilie gemacht. Wir nehmen eine gigantische Patchwork-Familie. Alle Kinder haben 8 Halbgeschwister, 4 Väter, 5 Mütter, 12 Omas. Und die machen alle zusammen einen Familienausflug auf dem Schiff. Da hinten Landwehrkanal. Hallo. 70. Geburtstag von der 8. Oma. Und dann geht's los. Das Schiff rast auf einer Flutwelle hier lang. Da drüben schießt die U2 aus ihrem Schacht, fliegt übers Schiff rüber. In der U2 sitzt gerade noch der 5. Enkel. Es ist die Nebenstory vom verlorenen Sohn. Und er rettet sich da drüben auf die historische Ampel, die wie durch ein Wunder für immer stehen bleibt. Da oben drehen wir dann diesen Blick, dieses kurze Verharren im Angesicht der Katastrophe. Und dann mit Hilfe seiner Viertelcousine Love Story schafft er es noch rüber aufs Schiff und die komplette Familie rast die Leipziger Straße runter. Am Alex springen sie von Bord, klettern hier hoch und fliegen dann mit dem Fernsehturm als Rakete Richtung Mars davon. Und wenn das im Kasten ist, dann kriegt Roland Emmerich auch seinen Stern, vielleicht hier neben Thomas Gottschalk.